Hallo ihr Lieben, ich habe für euch in diesem Video einen unfassbar leckeren Kuchen, der zergeht auf der Zunge. Den Kuchen habe ich ohne Backofen zubereitet. Das ist ein No-Bake-Kuchen, bestehend aus einem leckeren Keksboden und Schokolade. Der ist auch gar nicht so süß, weil ich keinen zusätzlichen Zucker zugefügt habe. Wir fangen an mit der Zubereitung des Bodens. Dazu benötigt ihr einmal 200 Gramm Oreo-Kekse. Das könnt ihr in einem Mixer zerkleinern. Dieses Mal mache ich das jetzt mal in einem Gefrierbeutel. Einfach Kekse rein und einen Teigroller benutzen und dann erstmal draufhauen oder drüber rollen, bis die dementsprechend zerkleinert sind. Ihr könnt die ganz fein zerkleinern oder ihr könnt auch gerne ein paar grobe Stücke da drin lassen für den extra Crunch. Wenn ihr dann zufrieden seid mit den Kekskrümeln, könnt ihr dann 80 Gramm bis 90 Gramm geschmolzene Butter hinzufügen und das Ganze wird miteinander gut verrührt. Das Ganze kommt dann in eine Springform. Meine hat den Durchmesser von 20 cm. Den Boden habe ich mit Backpapier ausgekleidet. Das wird jetzt darin gleichmäßig verteilt. Und sobald das verteilt worden ist, kommt die Springform so lange in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit können wir schon mal die erste Schicht unseres Kuchens vorbereiten. Dazu benötigen wir 250 Gramm Schlagsahne, wird einmal aufgeschlagen. Die kurz beiseite stellen. Dann habe ich hier einmal 230 Milliliter Milch. Darin löse ich ein Päckchen Geliermittel. Also ich habe hier so veganes Geliermittel, einmal klümpchenfrei auf. Sobald die Milch anfängt warm zu werden, gebe ich 150 Gramm Vollmilchkuvertüre hinzu und das Ganze unter ständigem Rühren einmal aufkochen. Einfach, wie gesagt, unter ständigem Rühren aufkochen lassen, nicht, dass euch am Topfboden kleben bleibt. Sobald es einmal aufgekocht ist, das Ganze vom Herd nehmen. Ich habe das einmal hier kurz in eine Schüssel umgefüllt, lasse es ein paar Sekunden auskühlen, nicht, dass es zu heiß wird. Und sobald es etwas abgekühlt ist, ihr dürft es nicht zu lange auskühlen lassen, sonst geliert das Ganze zu schnell, gebe ich die zuvor aufgeschlagene Sahne hinzu und verrühre das vorsichtig mit dem Schneebesen einmal unter. Sobald ihr die Sahne untergerührt habt, könnt ihr gerne das nochmal probieren, ob das euch süß genug ist. Also ich finde, man muss keinen zusätzlichen Zucker hinzufügen. Für alle anderen süßen Naschkatzen fügt ihr 1 bis 2 Esslöffel Zucker hinzu. Dann geben wir die Masse auf unseren Keksboden und das kommt dann für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank. Nach einer Stunde könnt ihr dann die Springform wieder rausnehmen, wenn wirklich alles fest geworden ist und dann erst bereiten wir die zweite Schicht zu. Dann benötigen wir wieder 250 Gramm Sahne, die wiederum einmal aufschlagen und danach kurz beiseite stellen. Dann nochmal 230 Milliliter Milch, wieder ein Päckchen Geliermittel hinzufügen, klümpchenfrei verrühren und sobald die Milch wieder anfängt aufzukochen, geben wir 150 Gramm weiße Kuvertüre hinzu. Unter ständigem Rühren einmal aufkochen. Wer mag, kann die Kuvertüre gerne nochmal vorher fein hacken. Dann geht das auch ein bisschen einfacher mit dem Rühren, aber da die Milch eh aufkochen muss, habe ich sie im ganzen Stück hineingegeben. Das muss jetzt wiederum ein paar Sekunden wieder auskühlen, nicht zu lange auskühlen lassen, weil das Ganze ja schnell anfängt zu gelieren. Darunter hebe ich die zuvor geschlagene Sahne wieder unter. Wieder für die Naschkatzen unter euch, gebt gerne noch 1 bis 2 Esslöffel Zucker hinzu, wer mag. Probiert einfach die Masse einmal, bevor ihr sie umfüllt. Wenn ihr das einmal vorsichtig alles schön verrührt habt, das könnt ihr dann auf in die Springform wieder hineinfüllen
Und das wiederum kommt dann für mindestens 4 bis 6 Stunden in den Kühlschrank, damit es auch fest wird, dass es alles schön durchzieht, dass der Geschmack sich entfalten kann. Ich habe meine Springform über Nacht in den Kühlschrank gestellt und erst am nächsten Tag weitergemacht. Wenn der Kuchen bzw. die Masse fest geworden ist, könnt ihr die Springformrand vorsichtig lösen. Sieht der nicht fantastisch aus? Dekorieren könnt ihr den Kuchen nach Herzenslust. Ich habe das Ganze mit Backkakao ordentlich bestäubt. In nur wenigen Schritten und nur mit wenigen Zutaten habt ihr diesen tollen Kuchen herbeigezaubert. Das erste Stück geht wie immer an euch. Schaut mal, wie super soft das Messer durch den Kuchen gleitet. Die Konsistenz ist super cremig, super soft, das zergeht auf der Zunge. Und da ich keinen zusätzlichen Zucker hinzugefügt habe, ist der auch gar nicht so süß. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuschauen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Video, eure Rabea. Bye bye.